Die allerwichtigsten Sachen. Notfall-WC-Papier. Noch nie gebraucht. Kann ich das so ablegen. Tipptoppi Schlafgelegenheit. Ich habe den Holzboden gemacht. Auf den bin ich recht stolz. Im Moment habe ich hier meine Kleider drin. Meine Snacks drin, und mein Zmorgen. Und hier sind einfach noch ein bisschen Schulsachen. Ich bin halt doch ein Student. Ich bin der Dori. Und ich lebe im Postauto. Ich habe oben das Nachtessen bei einem Kollegen. Und dann habe ich am Morgen verschlafen. Und sie sind durchgelaufen und haben mich geweckt. Sie haben mich so genervt, Miete zu zahlen für irgendwie ein, zwei Tage, als ich in Basel bin. Und dann musste ich so viel umpendeln. Ja, und dann war die beste Lösung. Dann bin ich ein, zwei Kängurus anschauen, also Postautos. Und dann habe ich eigentlich das zweite genommen. Und ich bereue es 10 Sekunden. Mir ist eigentlich ziemlich egal, ob man mich als Minimalist sieht oder nicht. Ich mache es einfach, weil es mir gut tut. Gerade wenn man nicht viel Platz hat, merkt man auch, dass man gar nicht viel braucht. Sonst haben wir mehr zum Aufräumen, mehr Chaos. Eigentlich ist mir das erst richtig aufgefallen, wo ich musste reduzieren, weil ich weniger Platz hatte. Morgen ist eigentlich geil, ich klettere hier vorne. Motor anstellen, gerade die Heizung voll aufdrehen. Das Morgenessen. Ziehen. Duschen in der Turnhalle. Ich bin Sportlehrer oder mal bei einem Kollegen. Ich bin noch längst nicht mit allem einverstanden mit unserer Gesellschaft. Aber ich tue nicht wegen dem aus Trotz irgendetwas machen. Sondern das ist einfach etwas, ein Herzensprojekt, das mich jetzt schon länger beschäftigt hat. Und jetzt wollte ich es einfach machen und nicht nur reden. Fast der wichtigste Punkt ist, dass man seine Ansprüche massiv reduziert, aber keine hat. Mir macht es nichts aus, hier innen zu schlafen. Ich finde das schön und ich finde es auch mega scheiße, Amix. Es ist kalt. Aus dem Schlafsack rauskommen ist die Hölle. Trotzdem nachher mache ich die Fenster auf und habe Freude, dass ich einfach kann, den Scheiß machen kann. Ja.